Hey und herzlich willkommen zu Part 41 von Let's Play The Sims 4 Cinderella Legacy Challenge. Oh mein Gott, nicht mehr lange und wir sagen Tiana Legacy Challenge. Sagt man das so? Küstin Frosch Legacy Challenge. Ich weiß noch nicht, wie wir es nennen werden. Mal schauen. Auf jeden Fall sind wir hier wieder zurück bei unserer lieben Familie Miles. Und im letzten Part haben wir so ein bisschen versucht, die Familie aufzuheitern, weil im vorletzten Part unsere liebe Mango von uns gegangen ist. Im letzten Part hat Tiana so ein bisschen die Liebe zum Schreiben für sich entdeckt, weil Kenai da war und er hat sich so ein bisschen mit ihr unterhalten und dann hat sie so ein bisschen ja, gemerkt, dass sie vielleicht so eine kleine Leidenschaft fürs Schreiben hat. Und ihr habt so eine gute Idee gehabt. Da dachte ich mir echt so, wow, hätte ich euch nicht. Und zwar wisst ihr ja, dass die Tiana Legacy eigentlich für Kochen und so weiter steht. Und dann habt ihr geschrieben, dass man das ja super einbinden könnte. Und zwar, dass Tiana jetzt halt erst so normale Bücher schreibt, beziehungsweise sie halt erst Corys Buch zu Ende schreibt. Und dann schreibt sie hinterher Kochbücher. Wie großartig ist das bitte? Ich finde, das ist so eine super, super gute Idee. Also das kommt ja hinterher als Genre dazu, dass man Kochbücher schreiben kann. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, dann wird Tiana einfach Kochbücher schreiben. Und ich finde es super, super geil. Und ihr habt mir geschrieben, dass Tiana ja vielleicht die, den Nebenjob mit der Fastfood-Karriere annehmen könnte. Ich weiß noch nicht zu 100%, ob ich das mache, weil ich das ja eigentlich ganz cool finde, dass die mit dem Geld so strugglen und dass die halt nicht so viel haben. Und wenn, also natürlich würde ein Nebenjob jetzt auch nicht so viel Geld bringen, aber ich will halt nicht, dass sie so viel Geld haben und vor allem will ich ja auch Zeit mit Tiana verbringen und wenn sie mal arbeiten gehen würde, dann hätte ich nicht so viel Zeit. Aber wir schauen mal. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach erstmal in den Part rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen hier auch unsere etwas traurige Ella. Sie ist ja auf dem Weg der Besserung, also sie ist ja schon viel glücklicher als noch vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren. Aber jetzt der Tod von Mango hat sie natürlich auch nochmal so ein bisschen zurückgeworfen und deswegen ist sie auch ein bisschen traurig und sie ist leider auch krank. Also sie hat hier auch noch das, die Stimmung, dass sie immer noch ansteckend ist. Was hat sie hier? Was habe ich da gerade gegessen? Ach so, weil sie Obstkuchen gegessen hat. Im letzten Part haben wir auch beschlossen, dass unser kleiner Cory, dass er ein Künstler wird. Und daraufhin habt ihr in den Kommentaren geschrieben, er muss ja kein konventioneller Künstler werden, sondern er kann ja ein Straßenkünstler werden. Weil man kann ja mit Großstadtleben, kann man ja diese Graffitis und sowas machen. Und ich finde das super geil. Ich glaube, als Kind können die das leider noch nicht machen. Aber dann hinterher als Teenager müssen wir natürlich mal gucken, wie viel wir davon noch spielen können. Weil wir, sobald Tiana ja erwachsen wird, beziehungsweise zur jungen Erwachsenen wird, ziehen wir dann ja auch mit ihr aus. Deswegen werden wir das wahrscheinlich nicht mehr so ganz so aktiv spielen können, weil als nächstes hat hier noch Eugene Geburtstag, da wird er zum Teenager. Hier hat dann auch schon Tiana Geburtstag und da wird sie zur jungen Erwachsenen. Und hier hat dann erst Cory Geburtstag. Das heißt, wahrscheinlich werden wir das nicht mehr so aktiv spielen können. Aber wir schauen mal, vielleicht zieht Tiana ja auch noch nicht direkt aus. Da habe ich noch nicht so richtig den Plan entworfen. Wir gucken mal. Aber ja, ich drücke jetzt einfach mal auf Play. Dadurch, dass Ella krank ist, will ich so ein bisschen, dass die Kids ihr unter die Arme greifen, dass sie hier so ein bisschen sauber machen und sowas, weil sie soll sich natürlich auch ausruhen. Vielleicht kann sie jetzt auch mal, ja, sie räumt eben ihren Teller weg, wenn sie das gemacht hat, kann sie sich auch mal eine Runde ausheulen, weil ich glaube, ihr tut das auch ganz gut, wenn sie mal ihre Sorgen so ein bisschen sich von der Seele weinen kann. Obwohl, sie ist jetzt gleich gar nicht mehr traurig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das Baby Blues ist jetzt gleich weg und dann geht's ihr besser. Willst du jetzt noch was essen? Girl. Also, ne, ich bin hier nicht who am I to judge, aber naja. Okay, dann haben wir das geklärt. Dann fühlt sie sich jetzt nur noch unwohl wegen des Obstkuchens. Das ist sehr, sehr gut. Tiana liegt noch oben und schläft. Sie hat aber auch ein bisschen Hunger und ist ein bisschen am Stinken. Deswegen muss sie auch gleich duschen gehen. Und der liebe Eugene macht natürlich seine Hausaufgaben, weil er einfach ein sehr, sehr guter Junge ist. Er möchte aber auch gerne mit Ella in die Wolken schauen. Vielleicht können wir das auch machen. Heute ist übrigens auch Reden wie ein Pirat-Tag. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht ganz so beachten, aber ich wollte es nur gesagt haben. So, wir fragen sie, ob wir in die Wolken schauen wollen. Dann hatten wir im letzten Part ja auch noch die Thematik mit Charlie, Darian und so weiter und so fort, weil ich ja dann gemerkt habe, dass vielleicht Charlie und Darian so ein bisschen Interesse aneinander haben. Und ihr fandet die Idee auch alle sehr, sehr cool, vor allem auch rückblickend auf die Party von Tiana, dass Charlie dann nicht eifersüchtig auf Darian war, weil er was mit Tiana hatte, sondern dass Charlie abgefuckt war, weil er eifersüchtig auf Tiana war, weil sie halt mit Darian geflirtet hat. Deswegen habe ich Charlie jetzt schon bei Wonderful Whims diese, also man kann ja jetzt hier diese Vorlieben machen. Also das konnte man vorher auch schon, aber jetzt kann man das ja wirklich hier so als Präferenzen setzen. Da habe ich ihm jetzt gegeben, dass er eben auf Männer steht. Darian ist bisexuell, denke ich, weil er hat ja auch mit Tiana geflirtet. Deswegen werde ich ihn dann als bisexuell kennzeichnen, dass er eben auch auf Frauen steht. Aber bei Charlie habe ich jetzt dann eben die Präferenz auf das männliche Geschlecht gestellt.
gestellt. Hey Ella. Oh nein. Oh mein Gott. Hey Ella, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich konnte nicht aufhören, auf romantische Weise an dich zu denken. Ich habe mich gefragt, ob du für mich auch so empfindest. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Also, sorry, aber what the fuck? Was hat sie jetzt? Emotionale Achtsamkeit? Das ist, weil sie so viel meditiert hat und so. Das Erlangen emotionaler Kontrolle ist eine Reise. Du hast den ersten Schritt getan, aber um echte emotionale Kontrolle zu erlangen, bedarf es weiterer, ruhiger und gut durchdachter Aktivitäten. Das ist so wunderbar. Ella, ich bin so stolz auf dich. Guck mal, jetzt ist ja auch Frühling. Da kannst du ja theoretisch auch mal deine Yogamatte nach draußen tun. Also du sollst ja jetzt erstmal mit Eugene in die Wolken schauen. Ich hoffe, er hat da auch Lust. Nee, wollte nicht mehr machen oder? Hallo? Ach, sie räumt noch auf, die Mausi. Boah, und Sia geht mir so auf die Nerven. Sie ruft einfach dauernd an. Oh, jetzt ist das Waschbecken kaputt. Ich cheate das mal ganz kurz wieder ganz, weil Ella hat jetzt auch mal ein bisschen Ruhe verdient. Und dann wird sie mit ihrem Sohn in den Garten gehen und dann können die ein bisschen in die Wolken schauen. Bitten, in die Wolken zu schauen. Tu es! Süß! Oh, das war's schon? Okay, wir tun einfach mal so, als wenn das jetzt ganz, ganz lang gewesen wäre. Ella wünscht sich auch in die Wolken mit Tiana zu schauen. Das ist so süß. Aber ich lasse sie jetzt erstmal hier noch ein bisschen Yoga üben. Dann kann sie so schön in ihr Wochenende starten. Und sie ist tatsächlich glücklich. Das ist das Allerschönste, was, ja, was man lesen kann. Was, weint er? Wer hat das kaputt gemacht? Oh, Tiana, du als große Schwester wirst jetzt das reparieren, damit deine kleinen Geschwister glücklich sind. Steh auf. Oh mein Gott, sie leidet immer noch unter Mangos Tod. Das ist natürlich auch klar, weil es war ja auch ihr Hund. Aber sie hat noch 2 Tage die Stimmung. Das finde ich irgendwie schön. Das ist ja von dem, wie heißt es nochmal? Also dieses Better mit den Emotions-Dingsbums, dass die Emotionen halt länger anhalten. Und sie möchte auch gerne die Kummer-Hotline anrufen. Girl, mach das. Erstmal reparierst du jetzt kurz draußen das Puppenhaus und dann kannst du die Kummer-Hotline anrufen. Cory pennt die ganze Zeit. Ich will mal ganz kurz schauen. Oh, ich wollte ja auch noch die Zimmer umgestalten. Jetzt haben wir ja eigentlich schon Geld. Ella hat Wellness Level 4 erreicht. Ella kann jetzt Tipps für geistige Entspannung anbieten und die Yoga-Haltung Baum ausführen. Girl! Ich habe noch nie diese Fähigkeit so weit ausgeführt wie bei Ella. Das finde ich super cool. Verbesserte Posen, weil Yoga gemacht hat. Übung macht den Meister. I love it! Wie cool! Tiana nimmt jetzt erstmal hier ein entspanntes Bad, nachdem sie das Haus von den Jungs wieder repariert hat. Jetzt kann Eugene ja... Oh nein, ist es immer noch nicht... Ups. Ich dachte, das wäre die reparierte Version. Tiana, du solltest also... Naja, geh erstmal duschen, baden. Es ist ja in Ordnung, dass du das nicht stinkig machen möchtest. Ne? Das ist schon komplett okay. Naja. Oh nein, ist er jetzt auch krank? Nee, er ist aber dehydriert. Nimm dir mal ein Glas Wasser. Und... Oh nein, Cory ist traurig wegen Schule gemobbt. Oh nein. Cory Jr. ist in letzter Zeit Opfer von Mobbing geworden. Der Rektor hat sich sehr bemüht, das Problem zu unterbinden, aber es entzieht sich seiner Kontrolle, wenn Studenten den Campus verlassen. Ach, Cory, Cory, Cory. Vielleicht, das ist cool, vielleicht können wir das auch Tiana erzählen, weil ich möchte, dass Tiana sich jetzt wieder so ein bisschen versucht, in die Familie einzubinden, weil sie hat ja jetzt so eine kleine rebellische Phase, dass sie jetzt so merkt, okay, Mom gibt echt alles für uns, meine kleinen Geschwister sind so ein bisschen untergegangen die letzten Wochen und jetzt will sie sich halt wieder so ein bisschen einbinden. Deswegen repariert sie jetzt auch das Puppenhaus und so. Und vielleicht vertraut sich Cory ja auch Tiana an, weil sie kann sich ja darüber beschweren. Und dann kann Tiana nämlich in die Schule gehen und sagen, ich war schon hier und wurde hier gemobbt. Das ist doch kein Zustand, dass hier jedes Kind, was hier zur Schule geht, weinend nach Hause kommt und so weiter. Und dann kann sie da den Laden mal ein bisschen aufräumen. Ja, ja, ich glaube, das ist cool. So machen wir das. Und Eugene kann so lange hier mal ein bisschen mit der Küche spielen, die er von Tiana geschenkt bekommen hat. Okay, Tiana ist fertig mit ihrem Bad und... Warte mal, was steht denn hier noch? Was ist das? Gnocchi. Ja komm, dann isst doch die Gnocchi zu Frühstück. Ah, es ist eh schon Mittag. Und dann kann Cory sich nämlich mal zu ihr setzen und kann dann so ein bisschen... Obwohl, vielleicht kann Tiana sich draußen hinsetzen dann mit ihrem Essen. Dann kann sie draußen mit Cory so ein bisschen sprechen. Er wird sich jetzt hier hinsetzen. Oh mein Gott, Kena ist schon wieder da und macht einen kleinen Kontrollbesuch, ob es allen besser geht. Beziehungsweise er ist ja auch einsam. Wir haben ja im letzten Part herausgefunden, dass seine Gabby verstorben ist. Tyrion, möchtest du einmal ganz kurz... Ich glaube, Tyrion hat das kaputt gemacht. Vielleicht war er sauer, weil er eben in der Schule gemobbt wurde. Ich weiß es nicht.
Und jetzt wird er hier mal Tiana dann eben erzählen, dass er es nicht ganz so leicht in der Schule hat. Also erstmal könnt ihr ja was zusammen singen, einfach so. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr? Mit Eugene konnte ich das doch letztens machen, dass sie sich dann in der Schule beschweren. Gestehe, schikaniert geworden. Okay, wir können es ihr gestehen, das ist sehr gut. Und mir ist gerade noch eingefallen, dass ich ja noch die Gruppe umbenennen wollte, die Wild Child. Und ich habe mal so ein bisschen gelesen, also es hat jemand geschrieben, wir könnten sie ja Mean Teens nennen. Allerdings finde ich das so, also das impliziert ja direkt, dass sie von sich selber auch denken, dass sie gemein sind. Und das finde ich jetzt nicht so super passend. Dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und dann habe ich einen Namen gefunden, den ich eigentlich richtig cool fand. Und zwar die Hotshots. Einfach so in Bezug auch so aufs Trinken mit Shots und so und dass sie selber denken, ja, wir sind geil. Und deswegen sind das so die Hotshots. Also könnt mir gerne schreiben, wie ihr es findet, ob ihr es cool findet oder nicht. Wir können jetzt hier noch ein paar Gruppenaktivitäten hinzufügen, weil jetzt sind sie ja Teenager, da haben sie bestimmt auch noch ein bisschen andere Interessen. Wir können ja hier noch Bargetränke mixen vielleicht. Nee, Bargetränke trinken. Und wir können ja auch noch romantisch sein hinzufügen. Mit jedem. Mit Alter. Ja, okay, mit Teenager. Okay, obwohl, junger war. Ja, komm, YOLO. Romantisch sein mit jedem. Aber dann kann ich auch jedem machen, ne? Ja, okay, mach's mal mit jedem. Und Blasenmacher benutzen können wir auch machen, weil wir haben ja in der Hütte haben wir auch so ein Blasenmacher-Ding. Deodin ist noch gar nicht in der Gruppe drin. Den werde ich natürlich jetzt mal hinzufügen, damit er Teil der Crew ist. Dann sind sie jetzt zu fünft. Und ich muss Javier dann unbedingt auch nochmal umstylen. Oh mein Gott, aufregend. Okay, dann sind es jetzt die Hotshots. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay, und jetzt wird Corey seiner Schwester... Hallo! Gesteh deiner Schwester, dass du schikaniert wirst. Oh, ein paar Klassenkameraden von mir haben mich in der Schule schikaniert. Letzte Woche haben sie mich in der Cafeteria absichtlich mit Milch überschüttet. Gibt es etwas, was du tun kannst? Und Tiana wird natürlich sagen, ich werde mit dem Schulleiter reden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mit dem Schulleiter spricht. Oh, er hat direkt mal Level 3 der Sozialfähigkeit erreicht. Ja, sie geht jetzt in die Schule. Alles klar, okay. Tiana räumt jetzt mal in der Grundschule auf. Aber ich glaube, sie hat gerade die passende Stimmung dafür. Jetzt gibt's Kasale. Wie heißt das? Kasala. Ich glaube, während Tiana dann jetzt gerade nicht da ist, werde ich dann einmal ihr Zimmer ein bisschen umgestalten, dass es ein bisschen Teenager-mäßig wird. Wir müssen natürlich ein bisschen aufs Geld gucken. Wir haben nur 2750 Simoleons. Allerdings haben wir auch noch ein bisschen was im Garten. Wir müssen aber, glaube ich, auch noch Rechnung bezahlen, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, das müssen wir alles im Hinterkopf behalten. Aber Tiana braucht neue Möbel. Deswegen verkaufen wir jetzt schon mal hier so ein bisschen ihr Bett und sowas. Guck mal, gibt alles Geld. Oh, mein Spiel leckt ja überhaupt nicht. Wow.
Okay, 12 Milliarden Jahre später, Nina ist mal wieder ein bisschen abgedriftet, aber ich bin sehr zufrieden. Ich finde es super, super cool. Ich finde, es sieht aus wie ein Zimmer, was Tiana gehören könnte. Es ist sehr viel so mit Pflanzen und so, weil ich finde, wenn Tiana in der aktuellen Zeit leben würde, dann wäre sie so eine richtige Plant Mom. Und deswegen habe ich ihr 12 Milliarden Pflanzen gegeben. Sie hat nach wie vor auch hier ihre Regale mit den Fröschen. Wir können hier immer noch ein bisschen Klatter reinschmeißen, wenn wir dann irgendwann nochmal Lust haben, dass da noch mehr drin ist. Nur wir haben ja jetzt nicht mehr ganz so viel Geld und ich glaube, wir müssen ja noch Rechnung bezahlen. Und ich will ja auch noch das Zimmer der Jungs umgestalten, deswegen habe ich das jetzt dann mal so gelassen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Falls ich noch irgendwas Weltbewegendes vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ja, ich finde, es passt sehr, sehr gut zu Tiana. Und ja, als nächstes gehen wir dann das Zimmer der Jungs an. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen Geld sparen, beziehungsweise wir können ja jetzt nochmal ernten und sowas. Dann können wir vielleicht im nächsten Part oder so das Zimmer der Jungs umstylen. Ich habe hier noch so eine Schubkarre hingestellt, weil ich das irgendwie süß fand. Fand ich irgendwie schön. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, was dabei rauskommt, wenn Tiana jetzt hier beim Schulleiter war von Cory. Wer bist du? Adeline? Who are you? Bist du schwanger? Adeline Villarreal. Sind wir mit der verwandt? In irgendeiner Art und Weise? Man weiß ja nie. Achso, was ich jetzt aber auf jeden Fall noch eben machen werde, dafür reicht das Geld noch, ist diesen Tisch für Cory zu holen, damit er schon mal so ein bisschen an seiner Kreativfähigkeit arbeiten kann. Oh mein Gott, ich habe ja dieses Trampolin. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Das kostet nur 80 Simoleons. Das ist nämlich ein Mod und der ist cool. Wollen wir doch mal ausprobieren, oder? Warte, ist das nur für Kleinkinder? Nur für Kinder. Okay, können wir benutzen. Es wäre ja voll süß, wenn Eugene, fällt mir gerade so ein, zu den Pfadfindern gehen würde, oder? Ich finde irgendwie, das passt zu Eugene, weil für ihn haben wir noch gar nicht so ein richtiges Hobby irgendwie. Vielleicht melde ich ihn dann zu den Pfadfindern an und dann gebe ich ihm jetzt auch diese Tafel, damit er auch sowas, ja, was Besonderes in seinem Zimmer hat. Wie gesagt, das werde ich alles noch umgestalten und so, aber ich gucke gerade mal, was ich noch so... Kids Trampoline. Oh mein Gott, ich habe noch so eins mit so einem Netz. Wow, Dinge. Aber eigentlich wollte ich genau hier diesen Kreativtisch. 275 Simoleons ist der günstigste. Ach nee, Kreativtisch Kunst Mutter Erde. Ja, ja, der ist doch super. Den finden wir gut. Dann nehmen wir doch diesen. Die haben sehr viele Tische in ihrem Zimmer stehen. Okay, cool. Dann haben die nämlich jetzt beide schon mal was zu tun. Dann können wir nämlich Eugene jetzt einmal hier anmelden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das geht. Ist das bei einem Job finden? Ich glaube schon. Los, tu es! Ja, Pfadfinder. Hey, du Grünschnabel, hast du das Zeug zum Pfadfinder? Hol den Kompass raus und melde dich noch heute an. Als tugendhafter Pfadfinder unternimmst du mit deiner Truppe lustige Aktivitäten und lernst, ein aufrichtiges Mitglied einer Gemeinschaft zu sein. Das hört sich richtig, richtig schön an. Es gibt ja auch noch die Theater-AG. Irgendwie denke ich die nie da dran, aber das ist ja sowas von cool. Okay, Eugene geht in die Pfadfinderkarriere. Oh. Eingeschlagen. Ich dachte, da steht fehlgeschlagen. Nee, sorry, du bist uns nicht cool genug. Und Cory Jr. soll dann jetzt hier auch mal seinen neuen Tisch ausprobieren. Er kann jetzt hier mal ein Fahrzeug zeichnen. Und er möchte gerne Eugene kennenlernen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die zwei werden nochmal ganz richtig, ja, so beste Freunde. Oh, Ella möchte mit jemandem über so ihre Träume reden. Das ist so süß. Und sie möchte Räucherstäbchen kaufen. Sie wird jetzt so eine richtige, im Einklang mit sich selber Frau. Ach ja, wie heißt du? Kenai ist ja gekommen. Hi Kenai, können wir mit dir über meine Träume reden? Wie geht denn das? Wie kann ich denn über Träume reden? Wir können Kenai um Geld bitten. Ich meine, Kenai ist mega, mega reich. Er hat zwar gerade andere Dinge zu tun, aber wir machen es einfach mal. Wir bitten ihn einfach mal um Geld. Mal gucken, vielleicht gibt er uns ja was. Das wäre ein bisschen süß. Warum ist das so? Das hatte ich jetzt schon mal, dass die gerade Videospiele spielen und dann wird gesagt, sie mögen keine Videospiele. Aber vielleicht ist das dann so, sie haben es ausprobiert und merken so, nee, ist nichts für mich. Aber es passt zu Kenai, deswegen kann er ruhig Videospiele nicht mögen. Was hat sie hier alles? Inspirierender Klumpen. Oh, also Ella findet gerade irgendwie alles inspirierend. Aber ich finde es schön. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ella wirklich gerade so zu sich selber findet. Sie ist sehr zufrieden mit ihrem momentanen Lifestyle. Sie hat ja auch hier jetzt die zwei Lebensstile, gesellig und glücklicher Single. Also sie scheint auf einem guten Weg zu sein. Ich will, dass du Kenai um Geld fragst. Einfach nur mal probieren. Jetzt bin ich gespannt. Mann, warum kann ich ihn nicht um Geld fragen? Ich brauche das doch. Ich muss doch meine Rechnung bezahlen. Bitte, gib mir Geld. Okay, jetzt. Hat er uns wirklich gerade 13 Simoleons gegeben? 13?
Können wir ihn um einen Kredit bitten? Das wäre doch was. Kann man doch irgendwie, oder? Können wir auch irgendwie nicht. Aber wir können über Träume reden. Dann soll sie über ihre Träume reden. Dann kann sie sagen, was sie jetzt mit diesen 13 Simoleons anfängt. Was sie sich alles von diesen 13 Simoleons kaufen wird. Ich weiß, dass das irgendwie geht. Aber es kann natürlich sein, dass das mit dem Charisma, mit einer Charisma-Fähigkeit zu tun hat. Oh, sie ist wieder aus der Schule zurück. Sie ist immer noch sehr sauer. Wer tyrannisiert vom Hören über Mobbing? Kiana ist wirklich verärgert, nachdem sie diese Information herausgefunden hat. Girl, 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 girl. Sie steht jetzt hier für ihre Geschwister ein. Aber geh mal hier hoch in dein Zimmer und setz dich mal auf deine neue Couch. Oh mein Gott, ich liebe es hier. Ich finde es richtig cool. Ich hoffe sehr, dass es euch auch gefällt. Aber ich finde dieses so ein bisschen Unordentliche auch super cool. Also ich würde gerne noch mehr Klatter holen, aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so viel ausgeben, weil wir ja noch die Rechnung offen haben. Oh, wenn wir auf Post bekommen, müssen wir 1400 Simoleons bezahlen. Aber Ella hat ja auch noch den Garten. Warte mal, was kocht sie? Pfannkuchen servieren, süß. Dann gibt es heute zum Abendessen Pfannkuchen. Was ist denn hier passiert? Wer war das denn? Eugene? Warst du das? Hast du den ganzen Kühlschrank ausgeräumt? Ich räume es alles mal wieder ein. Oh, das Bild von Cory Jr. ist fertig. Schön ist es geworden. Dann hängen wir das doch gleich mal an die Wand. Oh, jetzt hat er Bye-Bye-Mobbing. Es gibt nichts Besseres, als zu wissen, dass man jemanden hat, der sich für einen einsetzt, wenn man es selbst nicht tun kann. Oh, süß. Das ist sehr, sehr süß. Ja, Kenai, du magst Fitness. Alles klar. Und Tiana wird jetzt hier den Tisch decken. Also, die kümmern sich wirklich gut jetzt so um Ella. Also, dass sie ihr auch im Alltag helfen. Kannst du dein Tagebuch weglegen, Tiana? Keine Ahnung, geht irgendwie nicht. Oh, hier macht sie jetzt auch irgendwelche Pfützen weg. Draußen? Girl, wo gehst du hin? Och, Cory! Kann Tiana auch mit ihm schimpfen? Du machst Mom nur noch mehr Arbeit. Ins Bett bringen? Nein, ich möchte mit ihm schimpfen. Kann ich aber irgendwie nicht. Naja. Level 3 der Feinschmecker-Kochfähigkeit erreicht. Nice. Tiana sagt zu Ella, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin alt genug, um hinzugehen, wo ich will und zu tun, was ich will. Könntest du mich bitte wie einen Erwachsenen behandeln? Und Ella kann sagen, du wirst immer mein kleines Baby sein. Erst wenn du ein Stück gewachsen bist. Und sie kann sagen, mal sehen, was sich machen lässt. Ich glaube, gerade weil Ella so sehr zufrieden ist und sehr viel Zeit zum Nachdenken hatte und sowas, wird sie jetzt zu ihr sagen, du wirst immer mein kleines Baby sein, aber run free. Okay, ich bin sehr hin und her gerissen zwischen, du wirst immer mein kleines Baby sein und mal sehen, was sie machen lässt. Aber vielleicht ist das auch so eine Art von Tiana zu sagen, hey Mom, ich bin gewillt, dir mehr im Haushalt zu helfen und auch dich mit den Jungs zu unterstützen und so, aber wenn ich dir den ganzen Tag helfen soll, dann musst du mir auch ein bisschen mehr Freiraum lassen, wenn ich irgendwie weggehen will und so. Und Ella weiß ja, dass es sowieso nichts bringt, wenn sie Tiana einsperrt quasi. Deswegen sagt sie jetzt, mal sehen, was sie machen lässt, weil sie halt auch findet, dass Tiana sich in den letzten Tagen ja sehr gut um die Jungs gekümmert hat. Natürlich hat sie vorher richtig viel Scheiße gebaut, aber ne, ihr wisst, ja, ja. Es geht alles ein bisschen schneller hier in Sims. Okay, was hast du da jetzt zubereitet? Das sieht nicht aus wie Pfannkuchen. Joghurt-Parfait mit Frühstücken. Mit Früchten. Hier sind noch die Pfannkuchen. Dann macht die Pfannkuchen noch zu Ende. Dann gibt es Joghurt und Pfannkuchen zu Abendessen. Essen ist fertig. Warum sind denn alle verbackt mit dem Essen? Guck mal, sie nehmen das hoch und dann fliegt das direkt auf den Boden. Oh mein Gott, I hate my life. Was ist das denn jetzt? Oh no. Er war doch gerade noch hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kenai war da, um sich zu verabschieden. Oh mein Gott. Oh, Kenai. Oh mein Gott. Oh Mann, Ella. Es ist aber auch immer so, sie ist gerade glücklich. Gerade geht sie gut. Und dann passiert wieder irgendein Scheiß. Aber tatsächlich lässt sie sich gerade nicht von ihren Gefühlen übermannen, weil sie sehr im Einklang mit sich selber ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hä, die können irgendwie alle nicht essen. Warum nicht? Was ist das? Hört auf damit. Bitte esst. Nein! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr nicht essen könnt. Jetzt macht es doch nie nur schlimmer. Warum? Was zur Hölle ist das jetzt? Oh mein Gott. I hate my life. Vor allem Ella hat zu viel Essen gemacht. Ich tue das jetzt alles in meinen Kühlschrank. Okay, ich werde bis zum nächsten Part herausfinden, was es damit jetzt schon wieder auf sich hat. Und cheatet die jetzt alle nicht mehr hungrig.
damit sie mir jetzt nicht verhungern. Oh Mann, jetzt hat Tiana die doppelte Traurigkeit. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und Sia sitzt schon wieder hier im Flur. Dieses Girl geht mir so auf den Sack. Aber Tiana wird sich jetzt auf jeden Fall an den Tisch setzen und wird ihre Traurigkeit dafür nutzen, um zu schreiben, Entschuldigung schreiben für... Kann sie eine Entschuldigung für die Schule schreiben? Nina, du merkst immer wieder Dinge nach 500 Milliarden Jahren. Kann sie ein trauriges Buch schreiben? Sie kann ein trauriges Buch schreiben. Oh mein Gott, wir lassen Tiana als erstes Buch ein trauriges Buch schreiben. Und so beginnt ihr erstes Buch. Und der Name heißt einfach Rabenmutter. Tiana, wir versuchen gerade, unsere Mutter zu wertschätzen. Und du willst ein Buch schreiben, was Rabenmutter heißt. Du Spinnerin. Okay, wir nennen es Rabentochter, weil das so ein bisschen... Das ist ein trauriges Buch. Das ist so ein bisschen eine Verarbeitung ihrer Gefühle der letzten Wochen, dass sie eben versteht, dass sie ihrer Mom das Leben so unfassbar schwer gemacht hat, während ihre Mom in der Trauer war. Und dass Tiana einfach nur gemacht hat, was sie wollte und da so egoistisch unterwegs war. Und das ist jetzt so ein bisschen die Kompensierung dieser Gefühle für meine Mom. So, Rabentochter für meine Mom. Die emotionale Kontrolle. Okay, oh, sie kriegt emotionale Kontrolle. Also das, was ihre Mom auch hat. Wie schön. Das ist süß. Und Ella scheint die Trauer wirklich durch diese emotionale Achtsamkeit unter Kontrolle zu haben. Das ist wirklich sehr faszinierend. Nein, nein, ich weiß, du bist sehr kreativ, aber jetzt mach nicht noch mehr Dreck. Du kannst hier ein bisschen was, kannst du was Trauriges zeichnen? Nein, okay, Feiertagsbastelei. Mach ein paar, ich weiß nicht, mach was Gruseliges einfach, okay? Aber bitte nicht noch mehr Dreck machen. Oh, und Ella schaut dir über die Schulter. Hey, Tiana, was machst du da? Und Tiana sagt, ich habe gestern mit Onkel Kinai geredet und er hat mir erzählt, wie gern Dad seine Bücher geschrieben hat. Und ich habe mich dann irgendwie dazu inspiriert gefühlt, auch mal mich daran zu versuchen. Und naja, jetzt schreibe ich einfach mal drauf los. Und Ella sagt, wow, Tiana, das finde ich toll. Ich habe es geliebt, wie dein Vater seine Bücher veröffentlicht hat. Und ich freue mich riesig für dich. Ja, wie schön. Okay, schreib, Tiana, schreib die Bücher. Oh, Cory hat Level 4 der Kreativfähigkeit erreicht. Nice. Also die Fähigkeit will ich auf jeden Fall vollenden. Warte mal, welches Bestreben habe ich ihm gegeben? Gibt es bei den Kindern ein Dingsbestreben? Ein kreatives Motor? Ja, gibt es tatsächlich. Komm, wir geben ihm kreatives Wunderkind, oder? Passt doch viel besser. Kreativtischkunst... Und wir müssen zwei Bilder zeichnen, werden inspiriert. Nice! Das hier ist ein gruseliges Bild. Sehr gruselig. Worüber quatschen die? Die plaudern einfach nur, ne? Und Tiana schreibt und schreibt und schreibt und weint sich währenddessen die Augen aus. Wir haben schon 3 Uhr in der Nacht und sie sitzt immer noch hier am PC mit den Tränen in den Augen. Aber sie möchte dieses Werk heute noch fertigstellen. Und das ist auch eben, ich würde sagen, in einer Stunde geschafft. Mal gucken. Ella ist auch noch draußen, macht ein bisschen Yoga, um ihren Kopf freizukriegen. Oh Mann, das ist wirklich traurig. Oh, Tiana hat Level 4 der Schreibfähigkeit erreicht. Nice. Sie kann jetzt Liebesmails schicken. Und sie kann Gedichte schreiben. Das ist süß. Das Buch ist fertig. Was für eine Errungenschaft. Tiana hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihrem Inventar abgelegt, damit sie es jederzeit lesen kann. Tiana kann es auch veröffentlichen. Klicke einfach auf den Briefkasten. Und als sie es fertiggestellt hat, fängt sie natürlich auch nochmal ganz, ganz doll an zu weinen. Und ihr habt mir geschrieben, dass ich es hätte kopieren müssen, wenn ich es hätte lesen wollen. Also wenn ich das jetzt einfach wegschicke und veröffentliche, dann habe ich das Buch nicht mehr. Wir können aber davon jetzt eine... Warte, wie geht es denn? Ich möchte das gern kopieren. Selbst veröffentlichen für meine Mom. Kann ich es dann kopieren? Weil deswegen kann ich auch leider die Bücher von Cory nicht lesen, weil ich keine Kopie erstellt habe. Tiana hat ein eigenes Buch veröffentlicht. Sie hätte mehr verdient, wenn sie die Rechte an einen Verlag verkauft hätte. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Und kann ich jetzt irgendwie das Buch bestellen? Ich glaube, ich habe schon wieder falsch gemacht. Aber wie kann ich denn diese Kopie erstellen oder können das nur Erwachsene? I don't know. Aber sie hat jetzt hier auf jeden Fall die Stimmung neuer Roman, weil er ein Buch geschrieben hat. Es geht doch nichts über das Gefühl, die letzten Worte zu schreiben. Oh mein Gott, Girl, das ist so süß. Also ich glaube, man muss es kopieren, wenn es im Inventar ist und dann... Also ich meine, ich hätte da schon mal irgendwie gelesen, Kopie erstellen oder sowas. Das ging jetzt aber irgendwie bei ihrem Buch nicht. Ihr könnt mir aber auch gerne nochmal schreiben, wie das genauer geht. Also ob es da irgendwie einen Zaubertrick geht oder ob ich irgendwas Besonderes sagen muss, dass es funktioniert. So, Abracadabra, gib mir eine Kopie meines Buches. Aha, lustig, Nina. Nein, aber ich werde jetzt an dieser Stelle den Part beenden. Es hat heute richtig Spaß gemacht. Das war irgendwie so ein richtiger Feel-Good-Part.
Und vor allem finde ich es sehr beeindruckend, also es war natürlich sehr traurig, dass Kena verstorben ist, aber ich finde es sehr beeindruckend, dass Ella so gut mittlerweile mit der Trauer umgehen kann. Ich meine, es ist auch ein bisschen traurig, weil sie so gut mit der Trauer umgehen kann, weil sie jetzt schon so viele Menschen und so viele ihre Liebsten verloren hat, dass sie gar nicht mehr die Trauer an sich ranlässt. Aber ich glaube, sie hat einfach eine Möglichkeit gefunden, mit den Gefühlen so umzugehen. Und das ist sehr schön. Also das macht mich sehr glücklich, dass wir unsere Ella auch mal wieder richtig lachen sehen und zufrieden sehen. Und ja, schreibt mir auch gerne, wie ihr das Zimmer von Tiana findet, ob wir da noch irgendwas ändern müssen. Und vor allem schreibt mir auch Ideen für das Zimmer der Jungs, ob ich da noch irgendwas Besonderes machen soll. Also ich will das auf jeden Fall so in der Hälfte teilen, dass sie so beide ihren Bereich haben, weil die auch jetzt sehr unterschiedliche Interessen haben, vor allem wenn Eugene jetzt auch zu den Pfadfindern geht und so weiter und so fort. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!